Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Yo Leute, was geht ab? Was glaubt ihr, wer ist der Vogel? Der Marius. Und der ist immer für eine Überraschung zu haben. Jetzt hat er uns wieder so eine Scheiße hier angeschleppt. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe mal wieder mein Geld gut investiert, wenn man das so sagen kann. Ich mache nämlich ein Projekt mit Raphael und eBay zusammen gegen Maximiliano und seinen Bruder. Das Ganze findet auf dem Flugplatz statt. Unter anderem Beschleunigungsrennen, Bremstests, Slalom und natürlich, wer den längsten Streifen in Boden brennt. Aber dass es wieder ein 220S-Klasse wird, davon war nie die Rede. Was macht er? Sucht den günstigsten aus und dann haben wir jetzt so eine Tonne wieder hier stehen. Herr Raphael. Wie fühlst du dich jetzt? Hör mir auf mit dem Scheiß. Du hast mir schon wieder so eine Kiste angeschleppt. Ich hab dir das letzte Mal schon gesagt, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Guck dir an. W220 in schwarz. Hä? Rost wie erwartet. Kein Checkheft. Vorbesitzer wusste gar nichts. Und der war zwar seriös, aber sagte natürlich, hier, so steht das Auto da. Wollt ihr haben, wollt ihr nicht haben. Ja, was haben wir gemacht? Natürlich, Marius konnte nicht Nein sagen, hat das Ding gekauft. Ja, wie ihr euch denken könnt, war Raphael von dem ganzen Fahrzeug nicht so ganz begeistert. Vor allem, nachdem wir das Auto dreimal überbrücken mussten. Auch noch einen schönen Fernseher hier, wie man es haben will. Ja. Oh, oh. Springt nicht an, Batterie ist leer. Scheiße. Ja, da hat er jetzt schon. Batterie leer, springt nicht an. Ich sag doch, die Karren sind scheiße. Wir kommen nicht mal vom Hof runter. Aber was hätte ich denn sonst nehmen sollen? Für möglichst wenig Geld, viel Leistung, 500 PS für 5000 Euro. Kann man doch nichts falsch machen, oder? Ja, was machst du da? Ja, was soll ich machen? Du kennst das doch. Eigentlich gehört zum W220 oder CL gehört immer ein Booster Serienausstattung mit dazu. Das springt doch nie an. Ja, gestern habe ich auch schon versucht, das Auto zu starten. Erstmal spielt die ganze Elektronik verrückt und ist bei allen immer gleich. Aber das Gute ist, der steht 2 Wochen, ist kein Millimeter abgesackt. Ja, ja. Ich will den mal starten. Ja, geht das Ding überhaupt auf? Du hast jetzt hier einen elektrischen Kofferraumdeckel. Nee, eigentlich jetzt geht der gar nicht mehr auf, aber es gibt ja die mechanische Notlösung, wenn das nicht vergammelt ist. Aber da die Batterie schon länger bestimmt kaputt ist, wird das öfters genutzt. Was natürlich ist für uns erstmal bedeutet, W220 Standardprozedere, neue Batterie bestellen. Was machst du jetzt? Filmst du mich jetzt wie ein Auto überbrückt? Geh, guck dir das Auto an. Okay, ich zeig mir erstmal das Auto von außen. Also, S600 Facelift mit V12 Biturbo Motor, 500 PS für einen sehr schmalen Kurs erstanden und trotzdem ist das ABC-Fahrwerk nicht kaputt. Oh. Wie sanft der gestartet ist, der schöne V12. Ja, der Lack und alles ist auch nicht mehr im besten Zustand. Ihr seht hier hinten, da ist er auch, wow, das ist echt ekelhaft, am Gammeln. Hier sieht wie mit Dose überlackiert aus, überall solche Punkte. Hier der Stern ist auch am Abplatzen. Also Lackzustand ist hier hinten echt... Ja, ist so ein bisschen mit Rolle drüber gelaufen. Ja, hier, guck dir das mal an. Das sieht aus wie so eine Rollenlackierung. So. Das ist eine typische Dosenlackierung, kannst nichts machen. Ja gut, der hat vielleicht ein paar optische Mängel und bei der Lackierung hat sich jemand künstlerisch versucht, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja, aber guck, funktioniert noch alles. Ja, ein bisschen, haut ein bisschen hart ein zu. Ein bisschen grob, aber er geht noch. Ja, so, kommen wir mal weiter. Wir haben das Auto nur auf Winterreifen bekommen oder Allwetterreifen. Hier ist er auch schon ein bisschen am Gammeln von außen. Obwohl es ein Facelift ist, die gammeln auch von außen. Ja, Freunde, hier sehen wir noch schon noch mehr. Hier sehen wir die gute Dosenlackierung. Hier überall, da wurde wunderbar lackiert, da ist nichts mehr von dem schönen Schwarz-Metallic zu sehen. Und hier vorne, unten ist auch die Stoßstange ausgerissen, da ist er mal schön irgendwo hängen geblieben. Eigentlich weiß ich gar nicht, was der Schwachsinn soll, aber anscheinend wollen das die Leute wirklich sehen. Die wollen Tragödie oder kaputte Autos sehen, die repariert werden, keine Ahnung, ich finde das eigentlich... Ich finde die Karre scheiße. Also ich hatte ja eigentlich Angst gehabt, dass ich überhaupt hier ankomme. Wir haben den ja abgeholt und... Aber ich muss ehrlich sagen, der lief butterschön. Also richtig schön weich. Leistung könnte ein bisschen mehr haben, aber er lief gut. Ja, also das Ding ist, wir haben auch keine Service-Historie zum Fahrzeug. Vielleicht brauchen wir mal einen frischen Service und alles. Wir haben gar nichts. Ja. Absolut gar nichts. Das ist so ein typischer 220. Ja, dann haben wir das Auto mal zusammen durchgeschaut. Raphael hat seinen Gebrauchtwagen-Check gemacht und er hat mich noch nicht aus der Werkstatt rausgejagt, was natürlich schon mal positiv ist. Und was haben wir gemacht? Das Auto ist mal auf die Bühne hochgehoben. Und was ist? Natürlich war nichts anderes zu erwarten. Das Auto ist fertig. Das ist eigentlich, wenn du so willst, ist es Schrott. So, was haben wir? Leichte Inkontinenz, Standardprogramm. Dann müssen wir erst mal schauen, ist es Getriebe oder ist es der Wärmetauscher am Motor?
Ah, es schwitzt ein bisschen, aber ist nicht so tragisch. Also bei Weitem nicht so schlimm wie gedacht. Von der ABC-Leitung, das Klicksystem, das werden die ja so zusammengesteckt, die Leitung. Das ist Handwerk, so eine, das ist ja so ein Schnellverschluss, eigentlich so eine Kupplung, die ist komplett weggegammelt. Ah, das ist das typische Domlagerproblem. Das kennen wir ja. Aber siehst du, wie das wackelt? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Warte kurz. Nochmal jetzt. Und hier siehst du zum Beispiel, komm mal rüber. Du siehst ja, hier ist ja die Aufhängung. Das Gummi, das ist ja schon voll, drückt schon eigentlich nach außen, an der Außenkante. Aber die Kupplung, aber Bremsschläuche sind neu. Neue Bremsschläuche hat er drin, da ist doch mal was. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt so ein Ding komplett restaurieren, auf die Beine stellen? Dann wirst du ja nie mit fertig, weil das kostet ein Vermögen. Ich meine, nicht umsonst kosten die Autos nichts. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sich ein Laie sich so ein Auto anlacht. Also du musst ja zwei Konten haben. Ein Konto zum Leben und ein Konto für ein W220 oder ein CL215. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Einfach nur Auspuffrohr. Ein viereckiges Auspuffrohr. Hat er nur zwei Cuts? Anscheinend schon. Echt? Ja. Was? Keine Nachcuts? Ne. Er hat nur die zwei vorderen Cuts, die Mitteltöpfe, Mittelschalldämpfer. Ah, die Scheibe ist auch neu. Wow, ist auch so ein typisches Ding, glaube ich, bei dem Drehmoment, ne? Jo. Ah, die Scheibe ist auch neu. Aber rostig ist der, ey. Guck dir mal die Hinterachse an. Ich habe dir gesagt, aber du willst ja nie hören. Wir hätten alles kaufen können vom Mercedes. Du schaffst so ein Ding nicht durchzureparieren, weil du machst das eine fertig, geht das nächste kaputt. Und das ist das beste Beispiel. Das Auto ist eigentlich tot. Du hast mich gefragt, wegen der Challenge, lass uns ein Auto aussuchen. Alles mögliche ist mir in den Kopf gefallen, aber nein. Was kaufst du? V12 Biturbo. Billigste mit viel Leistung, deswegen. Ja, wir müssen ja gewinnen, also bitte. Ja gut, gewinnen werden wir so oder so, aber was haben die überhaupt für einen? Weißt du das? Wir wissen es, aber wir verraten es nicht. Wir wissen es ja. Ihr müsst euch deren Video anschauen, weil das ist auch ein ganz schön lustiges Projekt, was sie machen. Der Kampf der Billig-Luxus. Ja, aber die haben keine Chance. Mehr Billig-Luxus wie das hier geht gar nicht. Na gut, hier hinten sieht es nicht mal so schlimm aus. Bisschen Rost überall. Ist ein bisschen, ein bisschen Karis, ein bisschen Flugrost, kann man alles, aber laufen tut er. Mal ein paar Felgen drauf und dann geht die Sache ab. Ja, Standardprogramm W220, Felgen, Auspuff, laut, schnell. Ich hasse die Autos. Du kommst nicht hinterher. Mit dem Reparieren kommst du nicht hinterher. Deswegen sind die Autos für mich eigentlich, ich habe sie ausgeblendet. Und manchmal frage ich mich eigentlich, warum mache ich den Scheiß immer? Jedes Mal brockt er mir sowas ein und wir haben genug zu tun. Und trotzdem stecken wir wieder mit so einer Geschichte drin und müssen so ein Ding auf die Beine stellen. Und da frage ich mich oft immer, warum lässt du dich von ihnen immer belatschern? Ey? Das ist unglaublich. Ja, der Motor war gar nicht gedacht für den Motorraum, weil der hat so eine Hitzeentwicklung. Also theoretisch müsstest du Motor hinstellen, Auto drumherum bauen, damit genug Luft reinkommt, weil der wird so heiß. Man sieht doch hier an den Scheinwerfer, da fehlt schon die ganzen Gummis, das löst sich alles auf, der Kleber hier. So, Raphael, was ist dir gerade passiert, hä? Die ganze Dichtung vom Scheinwerfer hat sich aufgelöst und ich habe die ganze Hose voll. Hat der schon am Arsch hängt? Ja. Oh, guck, hier die Dichtung. Die hat sich komplett aufgelöst, typisch vom V12. Oh, das klebt auch meinen Händen schon alles dran. Die Scheißkarren, habe ich schon immer gesagt. Aber jedes Mal schleppst du die Scheiße hier an. Da geht mir voll auf und sagt, dreimal, wir haben schon dreimal überbrückt. Alle Lampen leuchten schon wieder. Das war das letzte Mal. Ja, aber komm mal hier, das hängt ihm in der Arschritze jetzt. Ja, und ich habe ihm gesagt, er soll es wegmachen. Hat er nicht weggemacht. Ja, ansonsten V12. Säuft viel, läuft gut, braucht kein Mensch, aber ist geil. So, nachdem wir jetzt die Technik gecheckt haben, was sagst du zum Auto abschließend? Scheiße. Das Auto ist dann doch nicht so schlimm wie gedacht, hat natürlich die bekannten Krankheiten, aber wenigstens haben wir keine ABC-Probleme und der Motor läuft ruhig. Also schon mal die schlimmsten Sachen sind da ausgemerzt. Ja, was soll ich euch sagen? Ich stecke wieder drin, anstatt ich einfach mal meine Schnauze halte und sage, nee, keine Zeit, keine Lust, keine was nicht alles, jetzt müssen wir da durch. Wir sind für die Technik zuständig. Machen Vorderachse, Riementrieb, Kerzen, Service, all sowas, ein bisschen was an Leistung, Sound, Software optimieren, Ladeluftkühler, mal schauen, was wir da so ein bisschen aus dem Zauberkasten rausholen. Für mich ist nur eins klar, so kann der S600 nicht bleiben, da muss man noch ein bisschen mehr Luxus rausholen, ein bisschen mehr auffallen, dicke Felgen, Maybach-Folierung, Maybach-Embleme, dann noch ein bisschen hier Klimblim und Show, damit die Karre mit Chromfelgen und allem richtig ballert. Und natürlich auch noch ein bisschen mehr Leistung. Und zum Abschluss brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Sound, damit man schön das V12-Geblubber hört. Wie so ein Boot, so richtig geil. Pimp My Ride-mäßig das Ding verkaufen. Ich meine,
ihr wisst, ist nicht mein Style. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache Technik, mach du den Rest. Sinn des Ganzen ist natürlich, dass wir gegen den Max und den Philipp in der Challenge antreten. Und ich sage euch eins, zieht euch warm an, Jungs. Wir ziehen euch ab. Wie ihr euch denken könnt, ist jetzt für uns an der Zeit, die ganzen Teile für das Projekt zu bestellen. Die bekommen wir natürlich alle bei eBay. Bei eBay gibt es die guten Mercedes-Benz Originalteile, auf die der Raphael besonders steht. Und natürlich auch Zubehörteile, Gebrauchteile, Teile für Oldtimer bis hin zu Neuwagen. Alles eigentlich, was ihr so für euer Auto brauchen könnt. Und natürlich, was für mich sehr interessant ist, die ganzen schönen Tuning-Teile. Da habe ich ein paar richtig kranke Sachen noch vor, von denen der Raphael vielleicht nicht so ganz begeistert sein wird, aber dazu in einem anderen Video mehr. Deshalb checkt auf jeden Fall immer die Links in der Beschreibung, da sind immer alle Produkte, die wir verwenden, verlinkt. Und jetzt bekommt ihr noch einen richtig schicken Carporn vom S600 in der Langversion. Und schaltet auf jeden Fall nächsten Samstag wieder ein, da gibt es nämlich dann das neue Video auf dem Kanal der Sterngarage, wie wir das Ding mit ganz viel Spaß durchreparieren. Checkt auf jeden Fall noch unsere Instagram-Kanäle aus, damit ihr immer up-to-date bleibt, was mit dem Projekt so passiert. Und dann nur noch abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ciao!